So, willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3. Wir befinden uns hier auf einer... ist das eine Cerberus-Station? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind in dieser Station lauter von Cerberus abtrünnige ehemalige Cerberus-Agenten bzw. Wissenschaftler. Und die sollen wir jetzt, ja, nicht befreien, aber wir sollen ihnen zumindest bei der Flucht helfen. Jacob haben wir gefunden. Können wir dir nochmal reden? Sind Sie okay? Ja, er wurde angeschossen, hat ganz böse Aua. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Ja. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Aha, ach, zum Söldner, ja. Ich hatte im vorherigen Part gefragt, wer denn jetzt genau Jacob hier beauftragt hat. Tja, und es war anscheinend Geld, ne? Ja, was mit dem Krieg? Ne? Spielst du nicht mit? Nichts ist wichtiger, als einen Weg zu finden, die Reaper zu besiegen. Diese Leute sind wichtig. Ihre Ideale, ihr Wissen. Jemand muss für sie kämpfen. Hm. Irgendwie eine Verschwendung ihrer Talente. Klingt wie ein Kompliment. Naja. Nicht so wirklich. Ja, vielleicht weiß er was hier über Cerberus. Sollte ich irgendwas über Cerberus wissen? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Ja, der hat einen an der Waffe. Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Alles klar. Ja, ja, jetzt könnten wir noch über seinen Vater aus... Fragen, das wollen wir aber nicht unbedingt. Wir fragen ihn mal, wie er hergekommen ist. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr. Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Am Mittelmeer. So am Strand und so. Urlaub. Sonne. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, versteh schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Doch. Wo ist hier die... Ich hau ihn doch mal aufs Maul oder so. Hm? Jetzt eine Quicktime hier so. Hm, klick, nicht? Hm, naja, schade. Ja, Dr. Cole, was mit der? Wie lange kennen Sie Bryn? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Sieht doch aus wie du. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe. Ich sag immer noch seine Schwester. Konnte ich Nein sagen? Ja, was mit Ihnen und ihr? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Ah, ist ja eklig. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur, wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Alles klar. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Ah. Stimmt. Gehen wir es an. Motivation. Alles klar, ja. Na gut. Ja, Jacob, mach dir mal nicht ins Hemd. Wir sind ja da, wir bringen dich und deine Hübsche bringen wir hier schon raus. Datenpad, persönliche Logs, Damini Sengupta. Nee, ja, geiler Name. Whatever. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horake Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerung, okay, nahelegen. Aber wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Ja. Hm. Also, ja.
da steht quasi drin, dass sie nichts wirklich wissen. Wo müssen wir denn jetzt hin, dass wir hier hochkommen? Wir sollen ja irgendwie aufs Dach und sollen dort dann die Flugabwehr wieder in Gang bringen, so ich das verstanden habe, damit wir dann zusammen mit über 40 Wissenschaftlern inklusive Frauen, Kinder flüchten können. Ist das ein Aufzug? Was haben diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Ja, gestorben. Diese Zivilisten hatten keinerlei Chance, ja, da lebend rauszukommen. Ja, jetzt sind wir ja da. So, hier geht's schon mal nach oben, das ist ja schon mal gut. Ah ja. Ah, das war sogar sehr gut. So, und jetzt geht's ab, oder was? Haben wir hier dann Feinde? Ja, haben wir. Wir können sie überraschen. Ja, wir können sie überraschen, wir können sie überraschen. Wir können sie überraschen, wenn du die Fresse hältst, aber nur. Also, wir überraschen sie auch. Und zwar hier so Überlastung, ne? Hat er Schilde. Und was machen wir mit ihm? Er kriegt hier, was kriegt er? Er kriegt, Singularity. Und er da oben, er kriegt, von uns. Nein, nicht werfen. Singularity kriegt er. Hallo? Nein. Kann ich das nicht mehr ändern? Schade eigentlich. Warum nicht? Singularity möchte ich. Ah, verdammt. Na, okay. Mach halt. Ah! So, ja, cool. Und jetzt Waffen. Bam! Oh, das hat ja richtig gut geklappt. Waffen. Verdammt, daneben. Hey, 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 hey. Das meinst du aber nicht ernst, oder? Und kommst mir gerade recht. Oh, 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 oh. In Deckung. Wer war das? Du? Hey. Kollege. Wie verdammt? Lebt da noch einer? Wer spricht da denn? Sag mal, wie alles nach hier bitte? Haben wir irgendwas? Nee. Können wir hier hoch? Nee. Auch nicht. So, was geht da ab? Ich bin am Start. Wow, wow, bam! Alter! So, wo sind meine Gruppenmitglieder hier? So, komm da runter, Mann. Was soll das denn? Oh, wieder so ein Ding hier. Hör doch auf, was machst du denn? Bam! 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 Und Waffen! Ey, lass ihn in Ruhe! Singularity! Und Warp! Ja, das lief ja richtig gut. Ich bin scheißkalt. Was sind das für Drecksdinger hier? Die gehen mir auf den Sack. Die stehen ja immer meistens so, dass sie mehr den Gegner regenerieren als uns, ne? Telemetrie Override. Ja, soll ich doch mal drauf drücken, oder was? Hä? Garrus, meinst du? Soll ich nochmal drauf drücken? Ich drück doch mal drauf. Und? Nu? Gut? Schlecht? V. Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Ah ja. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Verdammt. Sie müssen sie manuell aktivieren. Wo sieht das? Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Alles klar, zur Vorderseite der Anlage. Weitere Fallen Waffen! Singularity! Da steht anscheinend keiner mehr. Vorderseite, ja, wo ist sie? Hey! Aufhören! Aber sofort! Oh, den hat's zerlegt. Oh, der Arme. Nee, du, hab ich aber kein Mitleid. So, ich komm dir mal hoch, Freund. Stärkung an. Ja, komm her. Sie fliegen von oben. Oh, verdammt. Ey, du Frechdachs. Wow. Bam. Ah, getroffen. Warp hinterher. Nochmal getroffen. Single Larry. Oh, verdammt. In Deckung. Werfen! Wo ging der denn hin? So, Verstärkung machen wir aus. Hallo Kinders, ich sehe so nichts. So, meine Gruppenmitglieder, bitte einmal nach vorne. Werfen! Oh, ist da gerade eine Granate hergeflogen? Bam! Oh, da haben wir noch einen. Singularity! Und Warp! Was? Geschützt? Das klingt aber schon wieder gar nicht gut. Ah ne, der steht aber gut. Den lassen wir mal da. Waffen! Bam! Warp in Air! Bam! Oh, jetzt steht er nochmal auf, ey. Ich glaub's ja nicht. Leg dich hin! Ja, so gefällt mir das. Mit dem Ding hier. So, Singularity. Aha, Leono. Und einmal Waffen. Oh, fuck, Alter! So, jetzt komme ich auch hoch. Ich hab die Faxen, Digga. Jetzt komme ich. Hallo? Was ist hier los? Ah, Waffen! So, Schakeline, drüber mit dir. Mann! Steht er jetzt nochmal auf? Nicht sein Ernst, oder? Was ist denn noch los mit dir? Singularity! Wow! Hey! Boah! Sau! Kommen Sie ran. Jetzt aber. So, was haben wir hier? Medikit. So, schon mal nicht schlecht.
Springer. Larry! Oh ja, Lara. Spiel auch mal mit. Sehr gut. Wow. So, wo ist denn Garrus? Was ist denn das hier? Was? Oh. Das ist aber nicht gut. Oh, wir brauchen Deckung. Wir müssen darauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Den hat's zerlegt. So, was müssen wir? Wir müssen da rauf. Ja, das sagst du so einfach. Hier kommen wir rauf. Wahrscheinlich ist eins links und eins rechts, oder? Gehe ich mal davon aus. Ja, pass mal, dann fangen wir links an. Warning. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Brechen wir uns auch noch was, ne? Und wer soll dann die Galaxie weiter retten? Das wäre ja doof. Okay, wo ist der Knopf oder der Schalter? Hier. Ja, ein Rad. Naja, gut. Nö, doch sowas wie Knopf. Ein Knopfschalter. Yeah, Levelaufstieg haben wir auch. Sehr geil. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Ja, bin schon auf dem Weg. Ich komme. Kein Thema nicht. So, hier einmal rum. So, jetzt habe ich den Dreh raus. Fehlfunktion. Na ja, super. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Oh oh. Oh oh. Oh, das gefällt mir aber nicht. Einer muss... Oh no. Oh, das ist aber schon wieder gefährlich hier. Oh, ich will keinen von euch beiden verlieren. Die Reparaturen. Wir lassen das Liara machen, weil Liara hat es einfach drauf. Liara, bringen Sie das in Ordnung. Liara müsste ja mittlerweile irgendwie annähernd 200 Jahre alt sein. Sie sollen nur kommen. So, was haben wir jetzt hier noch? Credits. Und das, was ist mit diesem? Das können wir gar nicht nehmen. Na, okay. So, okay, also jetzt haben wir nur noch Garrus am Start. Dann schicken wir den nach vorne. Und wir decken die hier mit Singularity ein. Der war schon mal voll daneben. Garrus, was ist? Geh halt. Komm, trau dich. Tu aus für dein Geld. Ja, aber jetzt. Und Waffen. Bam. Und Warp. Oh, wieder so eine Dummsau hier. Oh. Ja, komm nur her, komm nur her. Dich habe ich gewartet. Oh, noch mehr. Na, super. Und wow. Bam. Runter da mit dir. Oh, ich hatte gehofft, sie fällt runter. Verflucht. Wow. Oh, fuck. 5. Verstärkung, Verstärkung. So, ich komme mal ein bisschen auf Tuchfüllung, ne? Oder auch nicht. Hau ab jetzt, du blöde Kuh. Ey, was bist du nur für eine Zicke? Oh Mann. So, Garrus, was ist denn? Hast du ein Rezept für die? Pass mal auf hier. Mach mal Überlastung oder so. Ah, das war der falsche. Ah. Hat die auch noch so ein Tarnding hier? Ist die jetzt bei uns? Nein. Hey, hau ab, Mann. Ja, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Garrus schlägt sich eigentlich ganz gut. Ne? So, kann man eigentlich sagen. Hey, jetzt, was ist los mit dir? So, ja, was ist denn, wenn wir der Tussi... Ey, das meinst du aber nicht ernst, oder? So. Meine Güte. Okay, ja, was müssen wir jetzt noch machen? Ja, ist doch niemand mehr. Lara, bist du fertig? Schaut's aus? Hier unten noch? Oder was genau soll ich... Wo denn? Ach du? Ja. Hey, hör mal auf. Hallo Freundchen. Ja, na also. Wir müssen die Geschütze nur noch hochfahren. Alles klar. Alles klar. Wird gemacht. Oh ja, gut. Puh, ich hatte schon Angst, dass es irgendwie eine... eine Entscheidung, die dann Konsequenzen hat. Montiert das Geschütz. Aktivieren! Ja, und jetzt? Warum habe ich das nicht gleich genommen? Verdammt. War ich wieder so langsam. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Flugabwehrgeschütze aktivieren. Ja, hatte ich doch. Ach so, das Teil da drüben. Ach, weil das nicht ging oder was? Ach, Lehrer aufs Knöpfchen hättest du also aber wirklich auch selbst drücken können. Na gut, so, aber jetzt. Rein damit und umgedreht. So, alles bloody. Jacob. Ja. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Yeah, das war's. Also wir hoffen, dass alles gut geht.
Was ist mit diesem... Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Sehr gut. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Ja, sag mal. Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig, wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Wie, was, wie ich entscheide? Verstehe ich nicht. Hä? Ich soll jetzt entscheiden, ob wir noch nicht evakuieren oder ob wir sofort evakuieren? Spielt das irgendeine Rolle? Ach, das sagt mir jetzt, ob ich nochmal reden will, oder? Wahrscheinlich, nehme ich an. Nö, komm, wir evakuieren. Okay, dann sollen die Shuttles starten. Wir hätten jetzt nochmal ein bisschen erkunden können wahrscheinlich, oder? Geht doch was, hoffe ich. Die Geschütze sollen ein Loch stanzen und dann starten sie Shuttle 1. Oh, hoffentlich geht das gut. Ja, getroffen. Ja, sehr gut. Shuttle 1 gestartet. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört. Cerberus-Truppen sind... Bitte? Bringen Sie die Leute hier weg. Oh, was ist denn mal los, ey? Jetzt kommt nochmal so ein Vollpfosten. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Oh, la caramba! Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Level Let's Play Mass Effect 3. Bis dahin, tschüss.